Echo of Soul, weiter geht's mit wenig PvP. Ich war so schlau und habe bei meiner vorherigen Runde die Quest nicht angenommen. Ich mache immer vor dem Video eine. Und mit der zweiten schließe ich dann die Mission ab. Diesmal nicht. So, aber endlich mal wieder dieser Spielmodus Mühetal. Und es ist 20.14 Uhr. Wer jetzt irgendwann so ab 20 Uhr online ist, der sollte einen Bruchschutz per Post vom Spiel als Entschädigung für die Serverdowns, für den Serverdown am Mittwoch, eine Entschädigung erhalten eben. Und ich werde danach in die Post reinschauen, denn in meinem Inventar, da schlummert ja ein plus 5 Saphir, genauso wie in meinem Item in meiner Hand. Und aus diesem Grund werde ich das dann nutzen. Außerdem ist hier gerade so ein Event, Verstärkungssegen. Also mal schauen, was da so, nein, das mag ich nicht so, egal, das wird er schon packen. Hier wäre Hilfe nötiger angebracht. Ich hoffe, ach, hat schon jemand eingesammelt, obwohl da noch einige Gegner am Start waren. Alles klar, und das heißt, genau, jeder einen kostenlosen Bruchschutz. Um 15 Uhr gab es auch schon einen. Ich weiß nicht, ob ich den erhalten habe. Ich glaube, da war ich erst um 15:30 oder so online. Musste man eben leider genau zu dieser Uhrzeit am Start sein. So, die sind drei und wir nur zwei. Das wird wohl ein Lose, aber egal. Nein, die Hüterin. Okay. Was? Wie habt ihr denn die so schnell down bekommen? Also Hüter, es gibt manche Hüterinnen, die halten so unfassbar viel aus. Die bekommt man einfach nicht down. Ein mächtiger Kristall ist erschienen. Yes. So, jetzt gleich hinterher. Wut holen. Den ausführen. Das war der doppelte. Und das wäre fast der dreifache gewesen, aber irgendjemand wollte es mir nicht gönnen. Moment. Hier wird gekämpft. Sorry, ich helfe dir natürlich. Rage, warte! Halte durch und werde nicht aggro. Gehe nicht in Rage. So, komm, wie wär's, wenn du mal aufsattelst? Das fände ich ziemlich nett von dir. So, ich heile mich jetzt mal auf. Scheint eine ganz gute Runde aus unserer Sicht zu sein gerade hier. 55 zu 10. Ich schon mal einen Double Kill bei den seitlichen Bezirken hier abgestaubt. Das kommt ja auch nicht so oft vor, dass es dort abgeht. Genau, und den Bruchschutz werde ich mir auf jeden Fall... Der ist wichtig, den brauche ich, denn es zählt jeder Edelstein. Hier im Moment einen bräuchte... Hier kommt einer, der Raidleiter. Das... Ja, wer zuerst? Alter! Rage, was ist verkehrt? Oder hatte der vielleicht PvE-Equipment? Das weiß ich nicht. Also der andere. Aber was geht denn mit diesem Rage verkehrt? Der... Komm, jetzt wartet doch mal hier. Und der... Oh, das hätte nicht treffen dürfen. Leider hilft mir niemand, weil die den Kristall erobern, aber das passt schon. Solange der Kristall dann uns gehört, ist das in Ordnung. Den Rage will ich mir ansehen. Entweder das war echt PvE-Equipment von dem anderen Spieler da, oder der hat verdammt gute Sachen. Weil der hat ihn ja instant gekillt. Oder sie, keine Ahnung, wer das war. Ihn oder sie, wie auch immer, mal die Punktetafel ansehen. Wo ist er denn, der Rage? 7, 6, ja. So hörst du dich auch... Ah, Level 0? Das ist nett, Level 0 hatte ich auch noch nie. Ich wusste gar nicht, dass man mit Level 0 zocken kann. Was ist denn da los? So, hier ist er, der Rage. Der hat, ja, plus 5, hat einen Umhang. Der Siegelstein ist auch nicht das allerheftigste. Das muss echt am PvE-Equipment gelegen haben von irgendjemandem. Anders kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Ach, ich sag doch, manche Hüterinnen überleben wie verrückt. So, ich will aber nicht, dass die hier vorlaufen. Deshalb habe ich hier mein Auge auf die geworfen. Ich weiß, dumm, ich opfere mich, aber trotzdem. Jetzt springe ich. Dann... Nein, 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 nein! Moment, schaffst du das? Ich springe zur Sicherheit runter. Sorry, dass ich gerade geschrien habe wie ein kleines Mädchen. Oder keine Ahnung. So. Nicht genügend Wut. Das lässt sich lösen, dieses Problem. Nein, ich habe noch ein Gift.
Okay, passt. Keiner auf Bezirk 5. Schnell wieder rauf, schnell wieder rauf. So geht das nicht. Ja, also ich muss sagen, ich weiß, in der letzten Folge habe ich ja, war das die letzte Folge, habe ich ja ein bisschen abgelästert, so, abgelästert. Ich habe mich einfach nur gefragt, wie kann es sein, dass eine Wartungsarbeit so lange dauert und so. Und ich meinte nicht mal allgemein, da traten eben Komplikationen auf. Das ist verständlich, wenn ein Bug aufgespielt wurde, dann muss man den irgendwie fixen, so. Aber das ist ja jeden Mittwoch, dauert es ein bisschen lange. Und für die langen, langen Wartungsarbeiten gibt es aber eben jetzt heute am Samstag 15 und 20 Uhr jeweils einen Bruchschutz. Der ist schon was wert, der kostet schon was. Von daher, das ist in dieser Hinsicht ganz nett. Aber was ich schade finde, das bekommt nicht jeder. Also da muss man effektiv online sein. Natürlich, ja, willst du was bekommen, ohne da zu sein? Aber die Entschädigung ist ja für die Leute da, die am Mittwoch nicht zocken konnten. Und nicht für die, die am Samstag zocken konnten. So in der Art. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Wenn jetzt die Bahn am Sonntag nicht fährt und ich deshalb alles verpasse, bekommen die eine Entschädigung, die am Montag mit der Bahn fahren. So. Doofer Vergleich. Keine Ahnung. Ich bleib trotzdem mal hier. Der Rage gefällt mir außerdem. Der Feldmarschall. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Rang ist, wie weit der schon ist. Aber ich kann es mir ansehen. Aber jetzt sieht man meine schlechten Statistiken hier. Feldmarschall ist der zweite Rang, Bezirk 5. So, jetzt versuche ich es auch mal. Ich will auch mal. Komm, lass mir einen. Rage, bitte. Bitte. Dankeschön, ich bin hier. Bezirksoberhaupt, General, Schniedelwurzpeter, und ich möchte auch gerne mal einen Kristall hier haben. Wenn ich schon keine Kills bekomme. So, wo sind die roten Punkte? Ich sehe nirgendwo irgendetwas. Hier unten ist auch niemand. Ich stelle mich mal bereit, denn Bezirk 4 wird jetzt was auftauchen. Ist nur die Sache, nicht beide. Einer von uns beiden. Oder hier kommt auch jemand. Nö, das passt. Valia. Das geht in Ordnung. Die schafft das locker. Oder? Zur Sicherheit, mal schauen. Doch, sollte sie packen. Ich glaube an dich. Clean shaven. Der rasiert sich immer schön fleißig. Nein, keine Ahnung, was ich labere. So, genau, das ist so eine, die ein bisschen was aushält. Sammeln ist ertragreicher. Jetzt kommt die Phase, wo die Kristalle mehr zählen. Bezirk 5. Moins. Leute, ich bin hier Bezirksoberhaupt. Die gehören alle mir. Ich war zuerst da. Jawohl. So, da kommt einer. Dürfte sich ausgehen. Jo. Moins. 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 Ich will ein bisschen kämpfen mal. Kommt. Wo ist die Action? Oh, das war ein Crit. Der hat mir gefallen. Jawohl. So geht's auch mal ab, wenn nicht nur die Heftigen von den heftigen Spielern am Start sind, sondern ich auch mal was treffe. Tatsächlich. Wenn die Gegner nicht 10.000 Ausweichen haben und mehr Lebenspunkte als ein Tank, als Schurke, dann killt man da auch mal jemanden. Sehr fein. Das gefällt mir. Der Modus, ich weiß, sorry, ist ein bisschen langweilig immer so, wie ich spiele, weil ich habe keinen Bock, mich hier zu metzeln und zu schnetzeln, während hier die Punkte zum Abstauben sind. Fünf, hier wieder. Niemand hier weit und breit. Ich kann mir den einfach schnappen. Es ist so schön. F, 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 F. F, 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 F. Und da ist er, meine einer. Gib's auf, dreh um. Geh nach Hause. Mowgli. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Jetzt dreht er um. Komm, 1 gegen 1. Ach so, nein, sorry. Okay, jetzt weiß ich, warum er umgekehrt ist, weil hier der Blanco aus Yggdrasil am Start ist. So, ein Kristall noch. Das werdet ihr wohl schaffen. Bezirk 4. Ich bin hier. Und sorge für Recht und... Oh, nein, mit dir möchte ich... Ich hasse Hüterinnen. Die kann ich nicht so richtig einschätzen. Die hauen Schaden raus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber haben trotzdem richtig viel Leben und so. Rage war auch der MVP, also war doch nicht nur eine Vermutung. Der hat schon ein bisschen was rausgehauen, aber auch bei mir waren 2 Double Kills dabei, das passt schon. Nur was mit diesem Level 0-Spieler war, irgendwie... Wer war denn das? Irgendwas mit T, war das du?
seltsam. So, jetzt raus auf jeden Fall und ich möchte mir die Post ansehen. Skills pushen, jawohl, dankeschön. EOS-Team, ihr seid die Besten. Übrigens, die ganze Post, dankeschön, ich habe das alles gelesen, die Tipps und so beherzigt. Habe ich jetzt nicht im Video vorgelesen, aber privat auf jeden Fall. Dankeschön für deine Geduld während den verlängerten Wartungsarbeiten am Mittwoch. Verlängert, es ist 10 Stunden fast, 9 Stunden. Verlängerte Wartungsarbeit. Ist ja nicht so, als ob jetzt eine Levelerweiterung gekommen wäre. Na egal, ist auf jeden Fall ganz nett, dass man so einen Bruchschutz erhält. Den hole ich mir mal. Dann nehme ich mit dieser Rolle, ich habe da mal was vorbereitet, den Saphir raus. Und werde jetzt mal schauen. 32% und 6 Basis. Und hier, ach, meine ich natürlich. 24,5, 32,6. Und dann habe ich hier noch einen Bruchschutz und das sollte passen. Ich hoffe mal. Ja, Stabilisator habe ich hier nicht, aber das, komm, das muss jetzt was werden. Ansonsten muss ich weinen. Wieso? Echo of Soul, warum hast du mich?